Meine Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen zu einer Reihe von verschiedenen Podcasts zu Themen, die wegen der Corona-Pandemie etwas ins Abseits geraten. Sie hören und sehen jede Woche auch mich und meine Kolleginnen und Kollegen auf den Pressekonferenzen zu Corona. Das ist das Thema, was uns alle umtreibt und was aber alle anderen Themen in den Hintergrund drängt. Und deshalb möchte ich gerne neben diesem großen Thema auch versuchen, die anderen Dinge nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern wieder ein Stückchen in unser Bewusstsein zu rücken. Und heute soll es mit einem Thema losgehen, das von zentraler Bedeutung für den Burgenlandkreis ist, nämlich mit dem Thema Bildung. Und da habe ich zwei Gäste eingeladen in einer ganz ungewöhnlichen Konstellation, denn ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Das ist eine grobe Unhöflichkeit eigentlich Gästen gegenüber. Man sitzt mit am Tisch, aber wir müssen die Abstände einhalten. Und deshalb möchte ich ganz herzlich erstmal sagen, schön, dass ihr hier seid. Jörg Riemer ist hier, der Leiter unserer berufsbildenden Schulen im Burgenlandkreis. Das ist die mit Abstand größte Schule, die wir haben. Aber du bist nicht nur Leiter der berufsbildenden Schulen, du bist auch tatsächlich von Haus aus Lehrer und außerdem auch Vorsitzender unseres Volkshochschulbeirates. Hast also auch ein Stück weit die Erwachsenenbildung im Blick. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf das Gespräch mit dir, genauso wie auf Herrn Dr. Lars Knopke. Lieber Lars, du hast uns vor Jahren hier im Landratsamt verlassen. Du hast das Amt für Bildung hier geleitet, mit aufgebaut, für Bildung, Kultur und Sport. Und bist mittlerweile zum Inhaber, Unternehmer geworden, hast aber das Metier nicht verlassen, sondern hast eine eigene Bildungsfirma, ein Unternehmen, das sich mit Bildung auch für andere Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand beschäftigt. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit dafür nimmst, dass wir hier sind. Meine Damen und Herren, zu Beginn, wir kommen an dem Thema Corona auch bei Bildung erst recht in der jetzigen Situation im Burgenlandkreis trotzdem nicht vorbei. Deshalb möchte ich gerne erstmal an meine Gesprächspartner, ich fange mal mit Lars Knopke an, die Frage richten. Beide sind Väter von vielen, vielen Kindern und wir mussten in dieser Woche eine sehr unangenehme Entscheidung treffen, dass wir nächste Woche die Schulen im Burgenlandkreis noch nicht öffnen können. Das hätten wir uns alle gewünscht. Auch ich habe noch einen Sohn im schulpflichtigen Alter. Wie haltet ihr das überhaupt noch aus? Lars, wie kommt ihr damit klar? Es wird immer schwieriger. Es macht auch langsam keinen Spaß mehr. Aber das sind Dinge, die, sag mal, an so einer Stelle zu Hause versuchen wir damit souverän und optimistisch umzugehen, weil man ja auch dann ja, auf die Kinder überträgt, wie man zu dem Thema selber steht. Ja, also unterm Strich kann man sagen, es ist für niemanden leicht, es ist auch für uns anstrengend, also auch meine Frau ist berufstätig, wir quälen uns auch mit Homeschooling und mit der Arbeit nebenbei, die auch keine Pause macht. Letzten Endes haben wir uns da irgendwann entschieden, der Feind ist das Virus, auf den dürfen wir wütend sein, das sind wir auch regelmäßig und ansonsten versuchen wir einfach das Allerbeste draus zu machen, das heißt, wir teilen uns rein, wir versuchen den Kindern gute Laune mitzugeben, Optimismus mitzugeben. Meine Frau war ganz gut in der Schule, noch viel besser als ich. Das hilft uns auch ein bisschen, das durchzustehen, ganz einfach. Und ganz zum Schluss hoffen wir ja nun einfach, wenn man die Lage sieht, die Infektionslage und die Entwicklung, dass Licht am Ende des Tunnels gar nicht mehr so weit weg ist und dass es irgendwann auch wieder ja, in die Schulöffnung übergeht. Das sind wir so weit nicht mehr entfernt, glaube ich. Und das werden wir schon schaffen, die paar Schritte, die noch zu gehen sind. Jörg, bei euch ist es ja noch ein Zacken schärfer. Ihr habt vier Kinder zu Hause und ich weiß auch, deine Frau ist Lehrerin. Die muss auch unterrichten. Die macht das wahrscheinlich ja auch ein Stück weit von zu Hause. Ich glaube, selbst mein Sohn hat bei ihr schon Unterricht gehabt in Pandemiezeiten digital. Wie geht denn das? Es ist doch fast jetzt eine unerträgliche Situation. Es ist fast zum Bersten für alle vier Kinder. Und dann noch arbeiten zu Hause, also Homeoffice. Das passt doch gar nicht mehr zusammen. Wie bewältigt ihr die Situation? Ja, wenn man es beschreiben würde, schön ist anders. Das muss man so sagen. Und man hat jetzt schrittweise durchaus auch Schwierigkeiten, die Kinder zu motivieren, immer wieder zu gehen. Wobei aus meinem Gefühl auch schrittweise sich so etwas ja wie eine Routine in der Ausnahmesituation eingestellt hat. Wenn man also versucht, wirklich die regelmäßigen Strukturen zu schaffen, und da versuchen wir darauf zu achten, dass die Kinder
ja, vorgenommen um 8, halb 9 dann an den Aufgaben sitzen. Oder ich merke auch, dass durchaus bei den Lehrern sich auch etwas bewegt, dass jetzt die Online-Formate zunehmen, dass also wirklich Konferenzen da sind. Dieses hilft einem schon weiter. Wenngleich ich auch zugeben muss, Hannchen, unsere Vierjährige, sie fragt wirklich, was darf ich wieder in den Kindergarten? Und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft. Viele merken jetzt, was auch Schule leistet, über die reine Bildungsvermittlung hinaus. Ich denke, ein Teil des Stoffes kann jetzt über die Online-Formate präsentiert werden, aber insbesondere der soziale Austausch, der fehlt auch den Kindern. Das merken wir ganz stark. Ich kann sagen, es ist gut, sie haben sich noch gegenseitig und in dem Dorf geht es auch noch, aber der Austausch mit den Klassenkameraden, das fehlt. Und insofern ist der Weg richtig. Vielleicht auch der Respekt vor dem Lehrerberuf wieder ein Stückchen gestiegen. Ja, genau. Viele glaubten ja, sie können auch Lehrer, aber jetzt ist eigentlich klar geworden, dass es eben nicht nur um Wissensvermittlung geht und irgendwas abzuarbeiten, sondern auch um Kommunikation, um die Kinder in Schach zu halten. Also Hut ab vor denen, die das immer machen, sagen jetzt viele. Ja, also und das sage selbst ich. Ich leide nicht unter zu geringem Selbstbewusstsein, aber wenn ich mir hinanschaue, auch was Grundschullehrer leisten, ja? Insbesondere unser kleiner Gideon, der ist jetzt in der zweiten Klasse in der Art der Sprachvermittlung, der Lesevermittlung, das ist etwas ganz anderes. Und welche enges Geduld dann Lehrer auch an den Tag legen müssen, um dieses umzusetzen. Wir haben ein Kind und selbst da, ne, kommt man bisweilen an seine Grenzen. Also wir sehnen ein Stück weit alles dieses herbei, muss aber auch sagen, es hat ja niemand aus Bösartigkeit verordnet. Es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir sperren euch alle mal zu Hause ein, sondern es ist die Pandemielage. Und wenn man das auch versucht, den Kindern zu vermitteln, und ich denke, das haben unsere Kinder auch ein Stück weit mitgenommen, dann muss man hier das Beste draus machen. Es zeigt aber eben, wie wichtig auch die Institutionen sind. Es ist wie so oft, wie wichtig etwas ist, merkt man erst, wenn es fehlt. Das, was alltäglich ist, das weiß man nicht zu schätzen. Der Unterricht läuft ja jetzt ein Stück weit über digitale Möglichkeiten. Ich habe mich gewundert, war erstaunt, auch positiv überrascht. Mein Sohn geht in Laucha ans Gymnasium und das ist jetzt eine der wenigen Schulen, wo digital noch viel zu tun ist, die jetzt noch kommen mit dem Ausbau in der Schule, WLAN-Netz, Server, digitale Endgeräte, die Tafeln. Da fehlt noch viel und trotzdem funktioniert das dort, dass er zu seinem eigenen Bedauern 6 oder 8 Stunden digitalen Unterricht über dieses Teams-Programm hat. Hat es was, mal jetzt jenseits von dieser Schule, aber jetzt aus Sicht auch vielleicht der Berufsschule schon was gebracht, dass wir doch ein Stück weit in der Digitalisierung vorangekommen sind? Wird das schon genutzt oder gibt es noch viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also ich jetzt nicht mehr, die nächste Generation? Ich hatte es mal bei mir in der Dienstberatung auf den Punkt gebracht. Wir sind bezüglich der Digitalisierung im letzten Jahr oder in den Monaten der Schulschließung weitergekommen als in den 5 Jahren vorher. Das ist nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und da muss ich sagen, mit Blick auf meine Schulen, aber auch das, was ich aus vielen anderen Schulen sehe, auch aus den Schulen meiner Kinder, die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer sind bereit, sich darauf einzulassen, unabhängig vom Alter. Also auch Lehrer 2, 3 Jahre vor der Rente sagen, ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Ich habe bei mir an der Schule auch ein paar ganz tolle Kollegen, die dann die anderen mitziehen, hatte eine Arbeitsgruppe Digitalisierung gegründet, die dann schon im ersten Lockdown die Kollegen mal zu Hause noch besucht haben, ihnen das eingerichtet haben, dass das alles funktioniert. Und es ist wie so häufig, wenn man einmal eine kritische Masse hat, dann läuft es nicht von selbst, aber zunehmend besser. Ich habe bei mir an der Schule einige Festlegungen in der Richtung getroffen, dass ich gesagt habe, zum einen haben die Schülerinnen und Schüler über einen Kanal ihre Aufgaben zu bekommen. Dass man sich nicht verzettelt, der eine schickt es per Mail, der andere weiter. Und zum Zweiten haben wir auch die Pflicht, Bildung zu vermitteln. Deshalb gibt es die Notwendigkeit, also auch präsent zu sein. Also ich sage es mal ein bisschen flapsig, nicht nur Aufgaben auszukippen und zu gucken, was kommt, sondern in Interaktion zu treten. Und ich muss sagen, ich bin stolz, dass bei meinem Kollegium dort ganz, ganz viele mitziehen. Lars, wie funktioniert denn das jetzt bei einem privaten Bildungsunternehmen? Auch da ist es ja jetzt nicht möglich, im Präsenz Unterricht mit Menschen zu tätigen. Macht ihr da auch digitale Angebote oder muss jetzt auch vieles in Ermangelung
auch bei den Menschen, die ihr weiterbildet, fortbildet oder an Bildung heranführt, muss da vieles jetzt überhaupt zum Erliegen kommen? Also bei den privaten Bildungsträgern muss man als erstes mal mit dem Vorurteil aufräumen, dass die Privatwirtschaft immer automatisch viel weiter ist als der staatliche Teil. Also auch da in der Bildungsbranche generell gibt es einen großen Rückstau bei der Digitalisierung. Der Unterschied ist jetzt natürlich, seit einem Jahr ungefähr wird es sofort existenziell bedrohlich, der Rückstand. Das heißt, die Auftraggeber geben uns die Chance, Digital- und Fernlernformate anzubieten und damit, sage ich mal, weiter zu existieren. Aber die müssen ja erstmal eingerichtet werden. Müssen genutzt werden, die müssen eingerichtet werden. Und da ist unwahrscheinliche Dynamik entstanden in der Bildungsträgerei, also in den Bildungsunternehmen. Und investiert worden und eingerichtet worden. Und wie es ja Rimo vorhin auch schon im Bereich der Schulen angedeutet hat, da ist es auch so, also wir haben innerhalb von wenigen Monaten einen Status erreicht, Videokonferenzen, Ausstattung von Klassenräumen, weil es einfach existenziell wichtig ist. Und es hat auch da einen unglaublichen Boost, was die Geschwindigkeit anbelangt, gegeben. Also ein schönes Beispiel sind immer die Sprachkurse zum Beispiel, ja, wo es lange hieß, das ist ja unmöglich im Fernlernen zu machen, weil das ist ja eine Präsenzveranstaltung, man braucht den Kontakt zu den Teilnehmenden. Und mittlerweile gehört es schon ein Stück weit zur Normalität, dass man das auch im digitalen Anteilen macht. Das war vor einem Jahr völlig undenkbar und jetzt ist es Alltag. Also da bewegt sich eben auch sehr viel und hilft dann diesen Unternehmen auch einfach die Existenz zu sichern zurzeit. Wahrscheinlich werden wir ja das Digitale in die Zeit nach Corona mitnehmen und das muss jetzt in diesem Punkt nicht das Schlechteste sein, dass wir gezwungenermaßen so ein Stück vorangekommen sind. Überhaupt würde ich noch mal kurz darüber reden, was ist denn eigentlich gerade hier im Burgenlandkreis dann, wenn die Pandemie mal vorbei ist oder wir zumindest so eingedämmt haben, dass wir zu einem normalen Leben wieder übergehen. Was passiert denn dann hier im Bildungsbereich weiter? Ich persönlich habe es sehr bedauert, dass jetzt auch gerade wieder in den zurückliegenden Monaten und davor gab es ja weitere Katastrophen und Probleme, wir nicht so schnell vorangekommen sind, zum Beispiel mit neuen Bildungsangeboten, großen Schulen, mit ganz neuen Formaten, die wir ja planen. In Zeit sollen zwei verschiedene Bildungscampus entstehen, in Weißenfels soll ein Bildungscampus entstehen, hier in Naumburg auch. Selbst in Hohenmölzen haben wir jetzt Überlegungen, wie wir da mit der Förderschule sowas machen können. Ist das ein richtiger Ansatz, verschiedene Schulformen, ich sag mal, so miteinander zu verschneiden, dass am Ende ein Mehrwert dabei rauskommt? Und jetzt zum Beispiel bei dem Thema Volkshochschule und Schule zusammenzubringen, das ist ja auch so ein Ansatz, frage ich jetzt mal dich, Jörg, als Vorsitzender vom Volkshochschulbeirat und auch als Weißenfelser, wo das stattfinden soll, ist das eine Möglichkeit, da wirklich einen Mehrwert herauszuziehen oder sind das Hirngespinste? Also ich bin überzeugt, dass man Bildung heute ganzheitlicher sehen muss. Die Zeiten, wo man bis zum 16., 18. Lebensjahr Wissen, Fertigkeiten akkumuliert hat und dann 5 Jahrzehnte Berufsbiografie davon leben konnte und sein Leben bestreiten konnte, sind längst vorbei. Und da denke ich, dass die Strukturen sich diesmal auch anpassen müssen und unter dem im Moment sehr häufig und zum Teil auch viel zu inflationär gebrauchten Wort, ich möchte es hier trotzdem nennen, Vernetzung, man Synergieeffekte gewinnen kann. Das können ganz banale Effekte sein, dass man gute Gebäude, deren Ausstattung auch heute eine ganze Menge Geld kostet, effektiver nutzt, indem man im Vormittagsbereich eine schulische Nutzung und im Nachmittagsbereich eine Nutzung durch die Volkshochschule hat. Das ist das eine, da gewinnt man eine höhere Auslastungszahl für teure Räume und relativ preisintensive Technik. Inhaltlich ist es aber auch noch viel wichtiger, Begegnungen zu schaffen, die geraden Berufs- und Lebensbiografien, wenn es die je gegeben hat, das kann ich nicht einschätzen, sind aber heute vorbei. Und deshalb ist es einfach wichtig, Begegnungen zu schaffen, nach links und rechts zu schauen und auch ein Stück weit zu schauen, es ist nicht mit der Wahl der Schule in der 5. Klasse das Leben bis in alle Ewigkeiten vorgezeichnet, sondern es gibt viele andere Wege und der Schulträger, der für die Schullandschaft verantwortlich ist, hat genau die Aufgabe, diese Wege aufzuzeichnen und zu ebnen, dass die einzelnen Akteure diese zu gehen können. In der Berufsschule hat man das quasi schon von Anfang an. Wir haben vom Berufsvorbereitungsjahr, den Schülerinnen, die zum großen Teil von der Förderschule L kommen, bis zum beruflichen Gymnasium, die gesamte Bandbreite, versuchen wir uns innerhalb der Institution Durchlässigkeiten zu gewährleisten, was auch funktioniert.
nicht in jedem Fall, aber durchaus in mehr als einer Handvoll von Fällen. Und das sollte man jetzt auch ein Stück weit übertragen auf dem gesamten Burgenlandkreis. Dann bis hin zum Lernen im hohen Alter. Volkshochschule ist genannt worden, Musikschule gehört genauso dazu. Man muss erstmal Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Und die Idee der Bildungscampus ist genau die räumliche Umsetzung dieser Vernetzungsidee. In Zeitz an der Sekundarschule 3, da soll ja auch ein Stück weit das Thema Berufsbildung heranrücken. Auch hier in Naumburg ist das so ein Thema, dass man Berufsschule und Sekundarschule ein Stückchen zusammenführen will. Wenn das alles klappen würde und auch mehr vielleicht auf Richtung Berufsausbildung schon während der normalen Schulzeit orientiert wird, ist das dann am Ende so, dass jetzt für eine private Bildungsinstitution wie jetzt dein Unternehmen dann irgendwann keine Arbeit mehr da ist? Weil das ist ja das, was im Moment offensichtlich passiert, dass Kinder, Jugendliche durch Schulen durchgehen und am Ende aber trotzdem bei dem einen oder anderen viel zu viele, über 10% im Burgenlandkreis ohne Schulabschluss, dann trotzdem nicht für den Arbeitsmarkt so vorbereitet sind, dass sie in eine Ausbildung gehen können. Das sind ja die, die letztlich auch bei euch, glaube ich, ja, verstärkt ja dann nachgebildet werden müssen. Also als Bildungsunternehmensinhaber sage ich ja, das wird ein Stück weit den Markt kleiner machen. Das sehe ich aber völlig unproblematisch, weil sich auch gleichzeitig wieder andere Chancen entwickeln. Das ist ja das, was ein Unternehmen ausmacht. Ja, es kommt und geht und existenziell bedrohlich sehe ich das nicht. Aber als Bürger und Vater und ehemaliger Bildungsamtsleiter finde ich das unbedingt nötig, weil das, was ich jetzt im Bildungsunternehmen erlebe, ist eben auch genau das, was wir auch vorher schon wussten. Es gibt eben ein unglaubliches Defizit so schade will ich es gar nicht sagen, an Berufsorientierung, aber die Schüler kommen eben oft aus der Schule raus mit zu wenig Vorstellungen von der Arbeitswelt, von der Praxis. Und das mündet dann schnell über in Ausbildungsabbrüche, in Studienabbrüche. Da haben wir ja auch sehr hohe Zahlen deutschlandweit, die darauf hindeuten. Und ganz am Ende, noch ein paar Jahre später, eben in Arbeitslosenbiografien, die dann bei den Bildungsunternehmen ganz oft aufzufangen versucht werden. Es wäre schöner, wenn man das vorher schafft, weil da geht ja viel Menschliches und viel Potenzial einfach verloren in der Zeit. Und die Bildungsträger, die finden schon eine andere Möglichkeit zum Broterwerb, da mache ich mir keine Sorgen. Aber es wäre schon wichtig, das ein bisschen mehr in die Richtung zu schärfen. Ja. Ja, und dann bleibt natürlich das Thema lebenslang Lernen, ja, die Erwachsenenbildung. Was bedeutet das zum Beispiel auch für die Volkshochschulen? Aber auch da gibt es ja andere Anbieter außer der Volkshochschule. Wir haben zum Beispiel im Landkreis 2 Heimvolkshochschulen, die also auch längere Angebote machen, einmal in Bad Kösen. Und einmal, wo ist das zweite? Also vom DGB, die oben im... Sonneck, Großena. Genau, in Sonneck. Ja, genau. Auch da wird ja das Thema der Digitalisierung eine größere Rolle spielen. Ich habe da so verrückte Ideen im Kopf, dass... keine Ahnung, man gar nicht mehr zur Volkshochschule fahren müsste, dass man von zu Hause aus oder in seinem Dorf, in einer Art Lernraum, Dorfgemeinschaftshaus dazugeschaltet wird, man trotzdem mit dem Dozenten reden kann, an dem Kurs teilnehmen kann und das Lernen quasi auch ins Dorf, in die Stadt geholt wird, der Französischkurs dann eben dort auch nutzbar ist und da ist aber noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir haben für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre im Burgenlandkreis zwar viele Pläne, aber es ist auch noch wahnsinnig viel nicht abgearbeitet, wie in allen anderen Bereichen auch. In den nächsten Podcasts soll es dann auch um Themen gehen, die genauso wie die Bildung von grundlegender Bedeutung für unsere Zukunft sind, um Wirtschaft soll es gehen, es geht um Mobilität, es wird um das Ehrenamt gehen, um unsere Feuerwehren und um andere, die um Nachwuchs kämpfen, auch um die Frage, wie ländlicher Raum und Stadt überhaupt miteinander harmonisieren. Wir haben jetzt gerade in der Pandemie gesehen, als wir den 15 Kilometer Bewegungsradius nur hatten, wie dicht trotzdem die Städte dran sind. Im östlichen Teil durfte man weiter, Jochen-Mölzner, Weißenfelser vielleicht auch, durften bis nach Leipzig fahren, ich in meiner Ecke. Wir konnten bis nach Weimar und nach Jena und nach Apolda fahren. Also wir sind schon sehr dicht an den großen Städten dran. Auch das muss nochmal besprochen werden. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und vielleicht schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein.